was bisher geschah. Vor ein paar Stunden erhielten wir ein Notsignal von Koordinaten nicht weit von Ihrer Position. Ihre Aufgabe lautet, dorthin zu fliegen und das zu untersuchen. Was ist das? Da ist noch ein drittes Signal. Irgendwas stimmt da nicht. Ich rate zur Vorsicht. Miss Savoy, bringen Sie uns unter Bord. Die Wirklichkeit ist immer nur der Köder, dessen Weg wir nur wenig verfolgen können. Bericht. Sir, die Sensoren entdeckten Interferenzen. Ich hielt es für besser, den Warp zu verlassen. Gerade rechtzeitig, wie mir scheint. Das ist richtig. Wären wir planmäßig unter Warp gegangen, wären wir direkt vor der Anomalie zum Stehen gekommen. Gute Arbeit, Mr. Barrington. Mr. Donares, was sagen die Sensoren? Ich bin mir nicht sicher. Position beibehalten. Ich bin in der Astrometrie. Mr. Ferguson, Sie haben die Brücke. Computerlogbuch der USS Robertson, Sternzeit 54017.9. Vor zwei Tagen sind wir auf Admiral Hendersons Befehl hin zum System LC-556 aufgebrochen und endlich angekommen. Unser neuer Auftrag lautet, herauszufinden, was es mit dem Notsignal auf sich hat. Mrs. Greystone, was um alles in der Welt ist das? Wir vermuten eine Raumkrümmung. Können Sie das näher erläutern? Die Strahlung, welche von der Anomalie ausgeht, stört unsere Sensoren. Dazu kommt, dass wir undefinierbare Funkfeuer abgefangen haben. Den Algorithmen nach zu urteilen, vielleicht Kommunikation von in der Nähe befindlichen Schiffen oder ein Feedback von dem abgesetzten Notruf. Wir sind also nicht allein. Vermutlich, aber wir können nichts mit Sicherheit sagen. Die Anomalie erzeugt eine Art chronometrische Verzerrung, welche für die Störung unserer Sensoren verantwortlich ist. Chronometrische Verzerrungen? Sprechen wir hier von einer Raumzeitanomalie? Genau das. Ich gehe davon aus, dass unsere gesamte Kommunikation gestört ist, solange wir in diesem System sind, Captain. Ich könnte Abhilfe schaffen, indem ich mit Commander Stewart die Subraumrelais modifiziere. Das verschafft uns zumindest bessere Kommunikation. Wie lange brauchen Sie dafür? Etwa 2 Stunden. Machen Sie sich an die Arbeit. Je eher wir wieder bessere Kommunikation haben, umso besser. Ich will jeden Vorteil ausnutzen, den wir uns schaffen können. Schon so gut wie erledigt, Sir. Den Werten der Datenströme zufolge, im Vergleich zu der derzeitigen Position, geht von der Anomalie ein starkes chronometrisches Feld aus. Die Koordinaten des Notsignals haben hier ihren Ursprung. Interessant. Wissen Sie schon etwas Genaueres? Nicht mehr als Sie. Admiral Henderson sagte Funkstille war. Er wollte nicht näher darauf eingehen. Wir sollten herkommen und den Ursprung des Notsignals untersuchen.
Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, um mit Henderson zu sprechen, Captain. Diese Anomalie erzeugt nämlich auch eine starke gravimetrische Verzerrung. Nähern wir uns, könnte das Schiff beschädigt werden. Unsere Sensoren würden aber bessere Daten liefern. Kämen wir näher ran. Auf keinen Fall bringe ich das Schiff und seine Crew unnötig in Gefahr. Wir bleiben, wo wir sind. Rekalibrieren Sie den Deflektor, um die Sensorleistung zu erhöhen. Ich will wissen, womit wir es zu tun haben, bevor wir näher rangehen. Ich kontaktiere Henderson und informiere ihn über alles. Ferguson, berichten Sie. Seit unserer Ankunft ist alles ruhig. Alle Systeme laufen innerhalb normaler Parameter. Derzeit empfangen wir lediglich galaktisches Hintergrundrauschen. Ich warte noch auf die verbesserten Sensorenwerte. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Gut, ich bin im Bereitschaftsraum. Wenn es etwas Neues gibt, berichten Sie. Sie haben die Brücke. Aye, Sir. Bitte warten. Verbindung hergestellt. Captain, was kann ich für Sie tun? Sie könnten mir ein paar Antworten geben, Admiral. Was hat es mit dem Notsignal auf sich? Der Überträger des Signals war eine Boje, welche mit der Signatur der RMS Maelstrom versehen war. Ein Passagierkreuzer der Graviton-Klasse. Bei ihren Koordinaten empfingen wir seltsame Verzerrungen. Sie vermuten das Schlimmste, Captain. Was haben Sie für uns? Eine Raumzeitanomalie, welche die Sensoren stört. Die Anomalie erzeugt ein starkes gravimetrisches Feld. Vermutlich ist das Schiff in eben dieses Feld geraten. Außerdem empfangen wir verschiedene Funkfeuer. Nicht nur die Föderation hat dieses Signal empfangen, Captain. Rechnen Sie mit allem. Sind keine anderen Schiffe in der Nähe? Es wäre schön, wenn wir etwas Unterstützung hätten. Weil Sie das einzige Schiff in Reichweite waren. Ich übermitte Ihnen die Passagierliste. Vielleicht verstehen Sie dann genauer, warum ausgerechnet Sie. In Ordnung. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Auf Wiedersehen, Captain. Bleiben Sie wachsam. Henderson, Ende. Ferguson an Captain, bitte kommen Sie auf die Brücke. Bin unterwegs. Was gibt es, Mr. Ferguson? Wir empfangen jetzt weitere Verzerrungen. Sie sind aber 10.000 Kilometer direkt voraus. Sind das Auswirkungen der Anomalie? Negativ. Es sieht mehr aus wie eine Energiesignatur eines getarnten Schiffes. Oder Rückstände einer Quantensingularität. Oder eine Raumkrümmung. Captain, wenn dort wirklich ein Schiff ist, bräuchten wir ein Tachyongitter, um es aufzuspüren. Diesen Luxus haben wir leider nicht. Wir sind das einzige Schiff im Sektor. Wir empfingen Funkfeuer, vermutlich Kommunikation zwischen Schiffen. Die Führungsoffiziere sollen sich in 15 Minuten im Besprechungsraum einfinden. Ich kümmere mich darum. Wie Sie alle wissen, haben wir den Auftrag herauszufinden, was es mit dem Notsignal auf sich hat. Mittlerweile suchen wir nach einem verschwundenen Passagierkreuzer der Graviton-Klasse. Graviton? Die fassen bis zu 1000 Passagiere. Das sind interstellare Luxuskreuzer. Ich glaube, wir brauchen mehr als nur Frachtraum 1, um die Passagiere aufzunehmen. Keine Sorge, der Admiral hat mir die Anzahl der Passagiere per Nachricht mitgeteilt. Es handelt sich um nicht mehr als 500 Personen. Hat er Ihnen keine Passagierliste geschickt? Nein, die wird nachgereicht. Und vermutlich sind wir nicht allein. Wir empfingen verschiedene Signale, hauptsächlich Funkfeuer. Alles deutet auf Kommunikation zwischen mindestens zwei Schiffen hin. Die Signale sind allerdings verzerrt. Ja, außerdem Raumkrümmungen und Verzerrungen, welche auf getarnte Schiffe hindeuten. Unsere Sensoren sind allerdings zu sehr von der Anomalie gestört.
Da der Notruf an alle Frequenzen ging, rechne ich mit klingonischer oder sogar romulanischer Präsenz. Ich möchte hinzufügen, dass das Dominion vor 2 Jahren verschwand. Romulaner wie Klingonen haben also keinen Grund mehr für einen Waffenstillstand. Sie könnten jederzeit die Bedingungen ändern. Wenn das geschieht, müssen wir kampfbereit sein. Nun, kampfbereit sind wir. Wir haben noch 30 Photon-Torpedos und intakte Phaser-Relais. Wir könnten uns also wehren. Warum vermuten Sie, dass wir angegriffen werden, Captain? Weil diese Anomalie da draußen nicht nur unser Interesse geweckt hat. Wir haben es hier mit einer Raumzeitanomalie zu tun. Weder wissen wir, wohin sie führt, noch wie gefährlich sie für unser Schiff ist. Von der Anomalie gehen gravimetrische Verzerrungen aus. Das Fliegen ist also keine Option. Allen Anscheins nach ist das Schiff unter Warp gegangen und durch die starke Gravitation direkt in diese Anomalie gezogen worden. Was auch passiert ist, es gibt keine Rettungskapseln oder Trümmer, daher vermute ich, dass sie noch irgendwo da draußen sind. Das ist gut möglich, Commander. Im Gegensatz zu uns hatten sie wohl keine Möglichkeit, ihren Kurs zu korrigieren. Scheinbar hat das Feld die Systeme lahmgelegt. Gut möglich, dass sie durch einen Umkehrschub der Antriebe noch schnell hineingezogen wurden. Ist die einfachste Erklärung. Es liegt auf der Hand, dass das Notsignal andere Schiffe angelockt hat. Nur hat keiner damit gerechnet, dass es hier eine Raumanomalie gibt. Wie sieht es mit den Planeten im System aus? 2 Planeten der Klasse M. Auf Lactera gibt es zumindest eine primatähnliche Lebensform. Der 2. Planet ist nach unseren Datenbanken nicht besiedelt. Hauptsächlich amphibisches Leben an Land und unter Wasser. Fischähnliche Lebensform. Vielleicht ein paar große Meeressäuger. Sonst nichts. Was unser Augenmerk wieder auf die Anomalie richtet. Nur gravimetrische Verzerrungen? Keine Strahlung, die schädlich für Menschen ist? Nein, Doktor. Nichts anderes. Es sieht so aus, als ob das Schiff kurz nach dem Absenden des Notrufs geradezu verschlungen wurde. Ich würde nicht drauf wetten... Wollen wir das Ganze nicht zu schwarz sehen, meine Damen? Noch haben wir weder Fakten noch irgendwelche Beweise, welche uns das Schicksal der Mannschaft offenlegen. Doktor, Sie erwähnten, dass der Platz im Frachtraum 1 nicht ausreichen könnte. Irgendwelche Vorschläge? Wir könnten ein paar nicht belegte Quartiere für medizinische Notfälle vorbereiten. Ist das in Ordnung, Sir? Tun Sie das. Sie haben freie Hand. Mr. Johnson, Mr. Stewart, könnten wir den Deflektorschild mit mehr Energie versorgen, um genauere Werte zu bekommen? Wir könnten höchstens eine Verbesserung von 10% erreichen. Außerdem könnte die benötigte Energie andere Systeme beeinträchtigen. Die Strahlenwerte der Anomalie beeinträchtigen ohnehin nahezu alle Systeme. Waffen, Antriebe, Kommunikation. Ich habe die Waffen kontrolliert. Sie arbeiten mit 85% Leistung, sind also funktionell. Naja, die Waffen funktionieren schon. Nur die Zielerfassung wird stark beeinträchtigt. Die genaue Zielerfassung geht nur über eine kurze Reichweite hinaus. Aber was mir mehr Sorgen bereitet, ist die Kommunikation. Wie erwartet. Was, wenn uns dieselbe Schicksal wie dem Schiff der Graviton-Klasse bevorsteht? Da wir uns in sicherer Entfernung befinden, könnten wir nicht benötigte Subsysteme sowie das Holodeck vorübergehend deaktivieren. Das wird uns eine stabilere Leistung für die übrigen Systeme ermöglichen. Und für den Moment könnten wir auch den Warp-Antrieb deaktivieren. Impuls sollte absolut ausreichen. Gut mitgedacht. So können wir auf jeden Fall unsere Verteidigung aufrechterhalten. Mr. Stewart, sorgen Sie dafür, dass alle Maßnahmen ergriffen werden und unser Schiff funktionstüchtig bleibt. Ich möchte keine unerwarteten Komplikationen. Sie haben Ihre Befehle. Wegtreten. James, wieso habe ich so ein komisches Gefühl bei dieser Aktion? In Anbetracht der Situation und der Ungewissheit würde ich vorschlagen, auf gelbem Alarm zu gehen. Tu das und übernimm bitte auch die Brücke. Ich muss noch mit dem Doktor reden unter 4 Augen. Aye, ich bin auf der Brücke. Wollen wir, Captain? Warum haben Sie mich nicht gestern schon untersucht, als ich auf der Krankenstation war? Ich sagte doch, ich hatte keine Zeit. Ich musste noch ein paar medizinische Daten auswerten und am späten Abend brauchte ich eine Pause. Sie verstehen sicherlich, dass auch ich mal Freizeit brauche, oder? Natürlich, Doktor.
Da sind wir schon zwei. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe es im Gefühl. Was Sie im Gefühl haben, Captain, ist Unsicherheit. Ich bin sicher, alles wird gut. Machen Sie sich also keine Sorgen. Fertig. Und Doktor, wie lautet mein Befund? Ihre Vitalwerte sind alle im grünen Bereich. Körperlich sind Sie in bester Verfassung. Einzig Ihre psychische Verfassung macht mir Sorgen. Wie fühlen Sie sich? Müde. Habe letzte Nacht kein Auge zubekommen. Ich hatte zwar keine Schmerzen, aber ich konnte trotzdem nicht schlafen. Ich denke, Mr. Ferguson sollte heute für Sie übernehmen. Er ist ein fähiger Offizier und kommt mit der Situation zurecht. Außerdem scherzte er auch mal, Captain sein zu wollen. Hier ist seine Chance. James ist einer der Besten. Wir kennen uns schon seit der Akademie. Er hat mich nie hängen lassen. Ich vertraue ihm sogar mein Leben an. Dann stelle ich Sie für heute frei, Captain. Entspannen Sie sich und machen Sie sich keine Gedanken. Ist das klar? Danke, Doktor. Wenn ich Sie nicht hätte... Sie schmeicheln mir, Captain. Ich muss weiter. Auf mich wartet noch jede Menge Arbeit. Ruhen Sie sich aus. Ich gebe Ferguson Bescheid. In Ordnung, Doktor. Mr. Ferguson? Ja, Doktor? Ich habe den Captain für heute freigegeben. Sie haben das Kommando. Ist es etwas Ernstes? Nein. Er wirkt nur etwas angeschlagen. Scheinbar macht ihm irgendetwas zu schaffen. Ist mir auch aufgefallen. Seit er mit Henderson sprach, wirkt er ziemlich besorgt. Er braucht nur etwas Ruhe. Irgendetwas an dieser Mission scheint ihn zu belasten. Sie werden sehen, es ist bestimmt nur temporär. Entschuldigen Sie mich, aber ich habe noch einiges zu erledigen, Commander. Aber natürlich, Doktor. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Computerlogbuch der Robertson, Commander Ferguson, Sternzeit 540180. Seit unserer Ankunft im System LC-556 wissen wir, dass wir nach einem mit 500 Personen besetzten Graviton-Passagierkreuzer suchen. Die ständigen Raumverzerrungen vor unserem Schiff, die Anomalie und der kürzliche Ausfall des Captains sollte mir Grund zur Beunruhigung geben. Aber ich bin zuversichtlich und bin mir sicher, dass wir nicht alleine sind, dass wir es hier mit einem getarnten Schiff zu tun haben. Aber warum hat noch niemand Kontakt zu uns aufgenommen oder angegriffen? Alle Stationen, Bericht! Warpantrieb offline, Impulsantrieb und Steuereinheit funktionieren einwandfrei. Waffensysteme einsatzbereit, Schilder auf 100%. Maschinenraum auf volle Leistung, minimale Fluktuationen im Energienetz, aber nichts Bedrohliches. Subraumkommunikation zu 50% einsatzfähig. Stand by. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wir werden gerufen. Auf den Schirm. Ich bin Kommandant Gron Katoch von der IGS Gron Tuch. Wo ist der Captain? Bedauere, aber der Captain ist verhindert. Dann spreche ich mit Ihnen, Commander. Ich denke, ich sollte Sie wissen lassen, dass wir nicht alleine sind. Das ist uns bereits bekannt. Jetzt haben wir Gewissheit. Irgendwelche anderen Neuigkeiten? Oh, Commander, ich spreche nicht von mir. Ich spreche von dem Romulaner, der sich hier versteckt. Romulaner? Dürfte ich erfahren, was Sie hier eigentlich tun? Wir fanden heraus, dass wir nicht die Ersten waren und haben daher Kontakt zu unseren ehemaligen Verbündeten herzustellen versucht. Sie haben sich nicht gezeigt. Sind Sie sicher, dass Sie hier sind?
Wenn Ihr Freund weiß, dass Sie hier sind, würde er Ihnen doch antworten, oder? Ich würde es. Die Romulaner und Ferengi wäre ich mir aber nicht so sicher. Die Romulaner waren doch schon immer verschlagen, Commander. Denken Sie nicht, dass deren Freundschaft ewig anhält. Der Beweis Ihres Vertrauens ist die USS Defiant. Sie haben Ihren Leuten die Tarntechnologie nur unter Vorbehalt gegeben. Die Bedingung ist uns allen bekannt. Sie sollten sie nur im Gamma-Quadranten nutzen. Worauf wollen Sie hinaus? Nun gut, Commander. Ich wollte Sie warnen. Seien Sie auf der Hut. Wer auch immer unser Schiff angegriffen hat oder zerstört hat, wird die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn ich erfahre, dass Sie damit etwas zu tun hatten, können Sie sich auf etwas gefasst machen. Dann wird Ihnen niemand mehr helfen können. Kapitän!